So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolfbite LP. Wir haben zuletzt hier eine neue Challenge gemacht, aber wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es ein neues Format, was auch wieder bedeutet, dass es neue Karten gibt. Und wie ihr seht, damit auch neue Starterdecks. Die werden wir uns natürlich auch holen. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem hier. Das werde ich auch passend dafür Donneramboss nennen. Und Himmelshammer gibt es dann beim nächsten Mal, auch wenn, wenn ich ein bisschen knapp bei Kasse bin, aber egal. Achso, nee, wir müssen ja erst in die Sammlung gehen, damit wir das spielen können. Die haben ja auch wieder hier meine ganzen Einstellungen versiebt, das höre ich schon. Hier haben sich nämlich alle Einstellungen geändert. Ja. Die Effektlautstärke war viel zu hoch. So. Ja, sieht schon mal auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus, aber wir gucken einfach mal innerhalb des Spiels rein. Denn heute ist der Donneramboss dran in dem neuen Format. Ich bin echt gespannt. Ich habe ja gesagt, dass das hier kommt und jetzt ist es da und ich bin einfach gespannt und er hat das andere Deck. Das heißt, es ist hier sogar super, dass wir gegeneinander kämpfen können mit den beiden. Da kriegt ihr auch schon einen Ausblick auf den nächsten Part. Ich muss euch übrigens was erzählen. Ich hatte heute Testat, also an dem Tag, an dem ich aufnehme. Am Dienstag, gestern für euch. Also in den wahrscheinlichsten Fällen gestern. Und naja. Eigentlich dachte ich, das Testat sei Ende der Woche. Und ich habe eigentlich wegen was anderem nochmal reingeguckt. Und habe dann festgestellt, in anderthalb Stunden schreibe ich Testat. Und ich habe mich noch nicht vorbereitet. Ich habe dann in anderthalb Stunden gelernt und zwei Drittel geschafft. Das eine, das lässt sich gerade so verkraften. Aber das war eine knappe Sache. Also, dass ich das dann geschafft habe, da bin ich schon recht froh drum. Schwein gehabt. Sehr viel Schwein. Und da haben wir auch gleich das Zygarde. Das spiele ich auch mal. Habe ich noch nicht viel Erfahrung mit dem Pokémon. Liegt aber auch daran, dass ich es an sich noch nicht kenne. Und dieses Lavados sieht irgendwie in der Comic-Version ein bisschen komisch aus. Aber das senkt halt seinen Schaden nicht wirklich. Also bis zu 120 Schaden ist schon ein ordentlicher Betrag. Und das... Entwicklung müsst ihr mir nicht anzeigen. Ich möchte bloß darüber informiert werden, wenn ich weniger Karten am Ende auf der Hand habe als vorher. Das finde ich noch wichtig, aber der Rest, der ist mir eigentlich relativ wurscht. Would you like to flip a coin? If you flip heads, your opponent's Pokémon is paralyzed. Ja, das möchte ich bitte machen. Und damit... Ja, ich weiß auch, was Paralyse ist. Mit dem letzten Update wurde leider alles zurückgesetzt. Das heißt, diese Tutorial-Sachen sind wieder drin. Also wer die noch ausmachen muss, bitte dran denken. Und ja, es sind halt noch ein paar Bugs drin, gerade was die Übersetzungen angeht. Aber ich denke, das wird sich in nächster Zeit ausgleichen. Dann ist das hier alles wieder beim Alten. Ich finde gerade noch die Systemsounds sogar ein bisschen laut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das hört. Das ist halt immer das Problem. Wie höre ich das und wie hört ihr das nachher in der Aufnahme? Weil ich höre... Okay, da muss ich sagen, diese Ansicht gefällt mir gar nicht. Da hat mir das alte doch deutlich besser gefallen. Aber das ist halt so. Neue Ansicht, neues Glück. So ist es halt. Es wird ständig was verändert und da kann man sich gar nicht gegen wehren. Das wäre eigentlich eine Resistenz. Es hat eine Bodenresistenz, das ist mein Problem. Das heißt, der Geoschlag wird es nicht töten. Und ich würde es gerne mit dem Geoschlag töten. Aber ich glaube, hier ist kein Muskelband oder sowas drin. Ah, aber eine Entwicklung. Entwicklung ist immer gut. Ah, komm. Hau raus.
So, was kannst du denn einrollen? Während deines nächsten Zuges fügen die Angriffe dem aktiven Pokémon deines Gegners 6 weitere Schadenspunkte zu. Oder ich kann. Ja, dann mach ich doch das hier. Also, falls ich überleben sollte, würde ich mich eh grillen. Also, da bin ich Realist. Das Vieh grillt mich. Wenn ich Glück habe, macht sogar noch. Also, versucht es mit dem Bonusschaden zum. Was? Warum spielt der ein Knuddeluff? Also, nicht, dass ich jetzt ein Problem damit hätte. Nö. Weil. Ja, ich möchte keine Energie anlegen. So, das finde ich auch okay, dass das noch angezeigt wird. Also, ich meine, wenn er mir hier was schenken möchte, damit habe ich kein Problem. Weil durch das Einrollen, diese 60 zusätzlichen Schadenspunkte, die sind schon übel. Und vor allen Dingen für eine Energie bis zu 140 Schaden. Das ist schon nett von schlechten Eltern. Und er hat die 80 gewählt. Ja, das wird gefährlich. Na, Connection-Problem bei ihm oder bei mir? Bei mir kann es eigentlich nicht sein. Ich bin eigentlich fit. Durch Schaden. Ja, okay. Wenn es nichts anderes ist. Das Vieh kann leider nur Freunde finden. Das nützt mir nichts. Ja, Resistenz. Aber wenn sich das Vieh jetzt selber 20 Schadenspunkte zufügt, um uns zu töten, dann bringt es sich selber um. Was? Feentropfen? Natürlich. Wie hätte ich auch jemals daran zweifeln können, dass das Vieh, dass er irgendeinen Weg findet, sich zu heilen? Wie konnte ich nur daran zweifeln? Also jetzt brauche ich ein Mittel zum Zweck. Komm, irgendein gutes Pokémon. Gib's mir auf die Hand. Gut, ich glaube, das Wort gut hätte ich besser definieren sollen, aber es sind zumindest ein paar Basis-Pokémon dabei. Und das da ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, der Effekt ist gut. Dadurch, dass es auf dem Feld ist, können an Basis-Pokémon angelegte Energien nicht durch andere Karteneffekte hier vernichtet werden. Das nützt mir schon eine Menge. So, nehmen wir mal das Fähig. Rückwärtsseite nützt mir nichts. 30 ist auch nicht so der beste Effekt. Ah, was könnte ich denn. Ah, will ich noch so ein Riolu? Komm. Achso, und ich kann nur eins, dann. Okay, dann bleibe ich dabei. Also, meine Meinung zu diesem Deck hier ist, es ist nicht schlecht, aber es könnte ein bisschen besser sein. Also, klar, mir fehlen so ein paar Power-Ups, aber bis jetzt finde ich das Deck eigentlich hier relativ cool. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Das Deck meines Gegners macht mir halt derzeit ein bisschen Sorgen, weil halt dieses Lavados extrem Schaden zufügen kann. Es kann es nicht nur, es macht es auch. Und das Kangama hier mit seinem 100 Schaden ist auch nicht gerade besser. Also das Deck meines Gegners ist ein ziemlicher Damage-Stealer. Ich meine, die sind beide ziemlich in Schaden drin, aber er hält mehr aus. Und aushalten ist ja wirklich das A und O. Aber theoretisch würde ich nicht mal sagen, dass unser Gegner einen großen Vorteil hat. Aber einen Vorteil. So, komm. Lavados zumindest tot machen. Wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren. Wegen einem Münzwurf. Ansonsten hätten wir hätten vielleicht nicht gewonnen, aber wir hätten zumindest noch eine Chance auf den Sieg gehabt.
Jetzt pustet das 420 Schaden rein, bringt sich dabei selber um, aber er gewinnt. Nur wegen diesem blöden Feentropfen. Halt 50 Schadenspunkte für Feen. Als wären die Feen nicht schon stark genug gewesen. Muss man ihnen jetzt auch noch Feentropfen geben. Das Ding ist besser als ein Trank, ne? Und 50 Schadenspunkte, das ist fast so viel wie eine Pokémon-Center-Dame heilt. Allerdings haben wir jetzt überhaupt nichts mehr. Keine Preiskarten, kein gar nichts. Restlos vernichtet. Ich muss jetzt aber noch ein bisschen. Also, wir müssen noch was gewinnen. So kann ich euch nicht gehen lassen, weil wir haben nicht das Geld, um im nächsten Part das andere Deck zu kaufen. Das Outfit finde ich aber gar nicht mal so schlecht von unserer Gegnerin. Gefällt mir. Sieht so geheimnisvoll aus. So, ich gehe jetzt mal gerade auf Leslarabero. Ich habe das mit dem Namen. Mit Namen habe ich es heute eh nicht so. Ich bin, was Namen angeht, heute nicht in Stimmung. Aber doch mal um vorhin das... Ja, ich muss das aber aufgreifen mit meinen Prüfungen, die ich da gemacht habe, um das nochmal aufzugreifen. Ich fand das richtig klasse. Ich habe ja wirklich zwei Algorithmen in je einer halben Stunde gelernt. Dann hatte ich leider keine Zeit mehr für den dritten. Und der Witz ist, obwohl ich das da wirklich gerade erst angeguckt habe, ich habe zwei von denen beim ersten Versuch richtig gehabt. Und bloß den dritten habe ich halt versiegt. Den ich mir nur kurz angeguckt habe, den ich nicht mehr lernen konnte. Stellt euch mal vor, ich hätte wirklich zwei Tage Zeit. Also, ich hatte mehr als zwei Tage Zeit. Stellt euch mal vor, ich hätte wirklich zwei Tage gelernt. Das wäre schön gewesen. Ja, komm, mach den Arklis-Ding-Heb. Ich weiß nicht, was heute... Ich glaube, der Server ist einfach ein bisschen überlastet. Weil jetzt, klar, bei so einem neuen Update wird natürlich wieder viel mehr gespielt als normal eh schon. Da kommt so ein Server nicht immer ganz so gut mit. Da habe ich auch vollstes Verständnis für. Mach schon, Server. Ja, ich habe Verständnis, aber wenn es zu lange dauert und hier meine Grenzen sprengt, dann werde ich schon ein bisschen böse. Aber was ich bei dem Deck hier sagen muss, es kommt mit relativ wenig Energie zu relativ viel Schaden. Und das, finde ich, macht dieses Deck hier ziemlich mächtig. Wenn man das ein bisschen umbauen würde, wäre das vielleicht sogar ein gar nicht mal so schlechtes Deck. Also ein Kauf. Das. Ja, ist schön. Das ist richtig toll. Kann ich noch schreiben oder? Nee, kann ich nicht. Darf ich gerade gar nicht. Ich habe gerade keine... Ach, ich habe keine Verbindung. Leute, ich weiß nicht, was gerade dem Client los ist. Ich habe eine 50.000er Leitung und bin verbunden. Ich habe keinen Disconnect. Also ich glaube echt, der Server hat gerade ein Problem. Ey Leute, das ist jetzt gemein. Ja, dann verbinde doch. Ich habe Internetverbindung. 50.000er Leitung. Ich habe eine bessere Internetverbindung als wirklich... Die meisten Leute. Also wenn's nächste Runde jetzt ja, ich kann immer noch nichts machen, dann gebe ich auf. Also, sorry Leute, aber wenn's hier permanent, also wenn ich nichts machen kann, dann macht mir das auch keinen Spaß. Und ja, auch wenn ich euch ungern so entlasse, würde ich sagen,
Ja, lasst mir einen netten Kommentar da. Schreibt mir, was ihr zu dem Deck haltet. Meine Meinung, es ist sehr, sehr stark. Und wenn ihr wollt, kann ich das auch nochmal einen Part anspielen. Dann werde ich das übernächsten Part nochmal anspielen, wenn die Server nicht ganz so überlastet sind wie jetzt gerade. Ich guck mal, vielleicht kann ich an einem Turnier teilnehmen oder so. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.